Hallo und willkommen zurück zu Splittermond, diese eine Stadt mit den üblichen Verdächtigen. Wir wollen noch lange, jetzt nicht lange drum rumreden und gleich. Wir haben aufgehört, als ihr beiden zurückgekommen seid. Es ist jetzt schon, ja, kurz nach Mittag. Also ich dachte, du bist gleich früh los. Selbst dann, also gut später nach wir sind Mittag. 8 Stunden unterwegs gewesen. Wir ja, müssen gut. 8, 6, na, 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 eine ja, Stunde, 6 hin, na, ja, na, ja, aber wir waren ja direkt okay. Im Wald. Ja, okay, ich sag 6 Stunden passt schon. Später Nachmittag, so 16 Uhr rum. Naja, wir sind schon jetzt. Na, ihr wart noch shoppen vorher. Das habt ihr davor. Ach so, stimmt, wir waren ja shoppen. Ja, ja, okay. 16 Uhr. Ja, okay. Später Nachmittag. Habe ich dir einen Wurfstein ins Knie geworfen? Tut aber so, als würde er es nicht merken. Ja. Alles gut, vor allem kommt halt nur so eine Träne. Ja. Ja. Eine einzelne Träne. Aufs Gesicht ganz starr. Weinst du? Nein, ich hier schwitze durch meine Augen. Ich wasse mit dem Bart. Genau, weinst du? Nein, mein Bart. Bist du nicht ein Vulkanzwerg? Trotzdem warm hier. Ich schwitze vor Kälte. Kavas, Walgrim. Wir sind wieder da. Und? Ich weiß nicht, warum ich irgendwie so die Vorstellung, wie wir so mit Einkaufstüten zurückkommen. Kaum hat ein paar Kräuter gefunden. Das sind aber wenig. Sehen aber sehr wirkungsvoll aus. Wir sind in einer fremden Kultur unterwegs. Tja. Ich weiß nicht mal, wo die Bäume hier aussehen. Da stehen wir schon vor großen Flügeln. Das sieht doch nicht mal so gut aus. Probier mal. Das wird dir gut tun. Ich dachte, es sieht nicht gut aus. Das ist ein bisschen, ja, das musst du zuerst, also ich kann es dir vorkauen. Nein. Ich gehe zum Wassereimer. Muss ich jetzt essen? Ja. Nee, du musst es zerkauen und auf die Wunde legen. Na, was denn nun? Ja. Er hat keine Ahnung von Kräutern. Ja. Kauen und auf die Wunde legen. Dann die Bandage drüber. Lügt er mich an? Lügst du ihn an? Nein! Nein. Ich glaube, du bist nicht der Wortgewandteste, als dass du ihn vernünftig anlegen könntest. Warte, aber ich habe Redegewandtheit mit einem Punkt. Er lügt dich nicht an. Kann ich dich einfach zerreiben? Kauen. Es scheint bei diesem Kraut die Regel zu gelten. Für jede Medizin, was sie schmeckt, hilft viel. Das schmeckt nicht gut. Es ist nur leicht. Ach nee, die ist älter, ne? Ja, dann werden bitterer mit dem Alter. Kann mir jemand die Verbände abnehmen? Können wir uns irgendwo hinsetzen? Das kann er wieder. Warte, warte, ich würde mich gerne erstmal irgendwo hinsetzen. Ja, 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 ja. Wo mache ich die Verbände ab? Nein, gib her. Ich werde ja wohl noch Kräuter drauf machen können. Willst du die Wunde zu dem noch versorgen nochmal neu? Na dann? Na toll, es gibt auch Kräuterpflanzen, die geben +3 auf Heilkunde-Wunden. Das hat +3 auf den Regeneration gebracht, ohne dass er würfeln muss. Ja, aber es patzt er. Das wäre doof. Selbst wenn er nicht, wenn er +3 hätte, würde er patzen mit einem Patzer. Die Logik ja, ergibt sich mir nicht. Heilkunde gegen, was bist du? Was bist du? 21. Was bist du? Also ich muss eine 9 würfeln. Nimmst du dir vorher 5 Minuten Zeit? Ja, dann muss ich eine 9 würfeln. Okay. Ich beobachte das übrigens ganz genau. Walgrim, erzähl mal, wie gut ich mit den Wurfwaffen bin. Kein Panzer. Ja, das sieht eigentlich gut aus, die Wunde. Eine positive, oder? Können wir so lassen. Moment, du hast eigentlich mal gucken, ob tatsächlich vorbei ist. Das dürfte ein negativer Erfolgsgrade sein, so wie das klang gerade. Einer. Naja, ich glaube, bei einem kannst du es dir nicht aussuchen, was du nimmst. 4, 16. Einer. Dann misslungen, aber dürfte auch gar nichts passieren. Es ist ja nicht mal knapp misslungen, es ist ja misslungen. Dann musst du tatsächlich bei Meisterschaft, wenn Teilen. Hier, halt mich. Was denn? Bitte. Die Heilung misslingt und der Patient erhält einen Schadenspunkt pro negativen Erfolgsgrad. Also ein. Ein Schaden. +3, also kriegst du +2 durch meine Heilkräuter. Naja, nicht genau. Er bekommt bei nächster Regeneration +3.
Deine Reaktion ist ja später. Also ja, ja, ja. Ist egal, aber... Ja, es, ich meine jetzt das Plus-Minus-Geschäft am Ende, ja. Au! Du hast die Fäden aufgemacht! Das sieht nicht gut aus. Ach. Also das sieht schlechter aus als vorher. Nein, wir machen da jetzt den Verband. Die Paste, die Paste. Die hab ich schon. So. Komm, erinnere mich daran, nur noch dich ranzulassen. Ich habe keine Ahnung von heilen. Was zur Hölle? Das war gruselig. War das der Hund? Nein. Ja, das ist manchmal so, wenn man auf die Bilder sieht, dass die einfach nur so raufstirbt, dass der sich dann so langsam ablöst und dann einfach wegspringt. Ich vermisse Tanju. Das wird schon wieder. Nicht nur du vermisst Tanju. Ach, du hast gesagt, er würde schon gut gehen, also würde es ihm auch gut gehen. Was er wohl gerade macht. Aber habt ihr schon wegen Mittagessen nachgedacht? Ich hab übelst Kohldampf. So wie sein Bart aussieht, hat er mehr als du gedacht. Komm, ein paar Lunchpakete. Ein Lunchpakete. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich krieg dir ja so ein kleines Paketchen mit Essen. Du so Schleifchen drauf an. Ich hab so ein Schildchen, wo der Name draufsteht. Ja. Oh. Hat er sich schreiben lassen. Das ist immer noch sehr scharf. Ihr habt bei mir scharf. Natürlich auch von mir abgeschmeckt. Also für dich dürfte scharf eigentlich schlimm sein. Wind holt er vertragen. Er hat es ja damals gewonnen, den Wettbewerb. Ach so, hat er gewonnen. Also er ist zwar danach, glaube ich, das ist Wochen, aber er hat es geschafft. Ja, das war aber auch das Schärfste, was er hatte. Ja. Es ist ja oft so, dass so diese westlichen Völker... Da wo es kalt ist, die essen würziger. Ja, würziger, aber nicht schärfer. Psst. Scharf ist eher so Farukan. Aber hier, egal. Er hört einfach ja, anatomisch Glücker. Windhold ist halt nicht für sein Schaf. Es bin nicht so empfindlich. Kalt. Mehr so für die scharfen Klauen der Monster. Schön gut, wa? Das ist gut. Wie beim ersten Mal. Davon hast du zweimal was. Oh Gott. Hikaria, hilf. Aber es ist kostenlos. Kann der nicht eigentlich auch was anderes kochen? Weiß ich nicht. Einfach die Schafe weglassen. Was, wie macht er das eigentlich? Sowas wird doch, sowas kann doch in der Natur nicht überleben. Vielleicht ist es ja so ein Schutzmechanismus. Es will nicht gegessen werden. Es weigert sich. Warum machen wir es dann? Weil es kostenlos ist. Ah ja, das stimmt. Ich bin jetzt schon ein hervorragender Messerwerfer. Zeig. Ach so, wie geht's deinem Knie eigentlich? Welchen Knie ist so? Wir haben da nur was probiert. Er hat sich auf das Fass gesetzt und die Beine halt hin und her geschwungen. Hat aber nicht funktioniert. Natürlich nicht. Ich habe gesagt, ich soll keine Dummheiten machen. Ist sonst irgendwas vorgefallen? Nein. Naja. Also, ich lasse dich nicht drauf kommen. Was, kann nur Probleme was haben wir abgemacht? Wir sprechen nicht darüber. Wahlgrim. Ist nicht passiert. Er hat einen guten Fortschritt gemacht. Redegewandt. Was hat er kaputt gemacht? Gossens plus 2. Da er gerade gesagt hat, wir sprechen da nicht drüber. Wie schwul. Da muss ich auch würfeln, wenn er sagt quasi, es ist etwas passiert. Muss ich da drauf würfeln? Stimmt eigentlich. Ich hab 2 Achten gewürfelt. Na komm, gib ihm dem Erfolg, er hat 2 Achten. Er konnte es nicht schaffen, bis er dich ansieht. Kann er sogar sehr gut schaffen, weil Empathie ist bei mir plus 2. Scheiße. 2 Achten praktisch. Das sind also 23. Und du bist 21. Ja, dann lügt er dich an. Wahlgrim. Was hat er kaputt gemacht? Er hat oder wen? Ja. Kaputt gemacht nicht. Ja. Nein. Wahlgrim, was hat er gemacht? Er hat halt so ein Messer so... Was? Was? Hat halt nicht geklappt. Logischerweise. Ach nee. Ich dachte, du übst noch. Warum machst du denn jetzt so eine Tricks, so eine Show-Einlagen?
Ja. Was bist du? Ein Narr? Wenn man Fortschritt macht, dann... Ja, arbeitest du im Zirkus? Sechs Stunden üben, da hat man so irgendwann... Zirkus? Man wollte doch mal etwas anderes probieren. Man muss ja an... Du hättest jemanden treffen können. An Herausforderungen wachsen. Wir waren abseits. Herausforderungen wachsen, du musst erstmal treffen. Ha. Das ist 60% seiner Schüsse treffen. Ah ja, okay. Auf welche Entfernung? 70. Er trifft sehr gut. Naja, gut. Lass uns nicht weiter darüber reden. Keine Experimente. Bitte. Erst die Grundlagen. Du bringst es dir nur falsch ein. Ich kann die Grundlagen. Ja. Wirklich. Nicht. Er kommt gut voran. Ja. Spielkinder. Und bring ihm nicht bei zu lügen. In manchen Lebenslagen könnte das praktisch sein. Das stimmt, aber jetzt nicht hier. Man sollte es vor der Situation üben, wo man das brauchen könnte. Nicht danach. Aber nicht an uns. Bei euch ist es ja nicht so schlimm und bei solchen Kleinigkeiten... Ach so, nicht schlimm. Gut, es ist jetzt relativ spät. Na, 16 Uhr, es ist... Früh, Abend, relativ dann. Mittelmäßig. Tagesmittel. Oh Gott. Wann habt ihr noch was vor bis zum Abend? Ja, das ist die Frage. Wollen wir noch irgendwas machen oder... Nee, ne? Ich wüsste nichts. Wir wollten noch etwas trainieren. Ach ja. Also, diverse Sachen. Diverse Sachen? Also, worauf hast du Lust? Ein bisschen. Sich schlagen oder mit dem Bogen üben? Ja, aber so auch. Und mit dem... Ja. Stimmt. Du was? Was? Du auch? Mit dem Lesen und Schreiben. Ach so. Ja, das wäre eine Idee. Ich weiß nicht, habe ich dafür eigentlich schon die Punkte ausgegeben? Ja, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn du Literat dastehen hast, dann ja. Ach, das ist eine Stärke, stimmt. Ja. Ich habe hier nur noch... Ah ja, stimmt, das ist keine neue Sprache. Neue Sprache, Lesen und Schreiben. Ja, ich erinnere mich. Kostet 7 EP. Sind Sprachen nicht auch stärken? Ich habe Literat mir aufgeschrieben. Nein, Sprachen kostet, glaube ich, nur 4 oder 3 EP. Das waren so gar nicht so günstig, glaube ich. Nee, 5. Oh, 5. Eine Meisterschaft quasi. Also es kostet so viel wie eine. Ist ja egal. Ich habe es mir praktisch schon gekauft, aber wir spielen es natürlich noch. Ja. Weil so schnell geht das ja nicht. Aber vorher können wir gerne ein wenig dringen. Er muss genesen. Habt ihr nicht so eine traditionelle Kampfsportart unter den Vulkanzwergen? Nicht wirklich. Ich glaube, sie haben es mehr mit den Äxten als mit den Fäusten. Hm. Ich kenne unglaublich viele Zwerge, die gerne mal die Faust schwingen. Das nennt sich dann der Tavernentjost. Den kann ich auch. Das glaube ich euch auf Wort. Bitte? Ihr beide Raufbolde. War, ich kann mir euch beide vorstellen, wie ihr am ersten, ja ganz vorne steht hier, wenn eine Tavernenschlägerei ist. Mit dem Stuhl in der Hand. Nein. Also, oh, doch. Ey, ich musste euch an der Tavernenschlägerei... Ich war damals aber nicht an der Schlägerei beteiligt. Nein. Es waren die beiden Zwerge, die sich geprügelt haben. Das glaube ich immer noch nicht. Ich habe Hilf dich geholt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich zwar auch nicht an alles, aber... Ich glaube, ich habe mich nicht geschlagen. Bestimmt. Einer wollte mich schlagen. Naja, gut. Vergangenheit, nicht? Wen interessiert schon? Nein, so nicht. Ich weiß nur, mich zu verteidigen. Na dann, leg los. Ihr verteidigt euch, ja? Zeigt einmal wie. Und ja, er würde dann seine Sachen ablegen und ihr würdet euch wahrscheinlich dann erstmal ein ruhiges Plätzchen suchen wir uns und ja. Dann
Ich stehe in der Mitte. Und los! Schlag mich. Ja, ne, Corvo kommt erstmal einfach auf dich zu und ein einfacher Schlag dir entgegen. Wollen wir da irgendwas drauf würfeln, oder? Das wegen mir müssen wir eigentlich ein bisschen lästig auch über erzählerisches Ausregen. Ja, wenn das ein einfacher Schlag ist, dann würde ich einfach ausweichen. Also dein Schlag beiseite, einen Schritt nach rechts und versuchen, dir eine in die Magengrube zu hauen. Ja, also gerade im Nahkampf, Corvo ist halt recht versiert im Kampf mit den Fäusten und mit den mit Tritten und Schlägen und aber vor allem auch mit dem Ring. Er ist halt sehr nah und sehr auf Körperkontakt und unterläuft halt, versucht halt immer zu unterlaufen, ja. Und sehr schnell und dann auch Griffe anzuwenden. Also das ist, was passieren wird. Also da siehst du, dass er das über dieses, ich habe mir Boxen angelernt, irgendwie, oder ich habe mir Schlagen angelernt im Tavernenkampf irgendwie, da ist mehr hinter. Da hat er irgendwo wahrscheinlich, so wie das aussieht, also so wie ihr das mitbekommt, tatsächlich irgendwann mal Kampfsport gelernt, auf so eine gewisse Art und Weise. Das ist, sagen wir, professionelles Ringen. Techniken. Also es sind tatsächlich Griffe, Hebel und sowas, die jetzt im normalen Tavernenschlägerei nicht zu sehen sind. Ja, normalerweise. Also bei Al war das Gegenteil. Er ist zwar stark und schnell, aber viel irgendwie Technik dahinter sieht man nicht. Er versucht halt nur immer ein bisschen weiter zurückzuweichen und dann sich unter den Schlägen wegzuducken, um vielleicht mal einen Treffer zu landen. Wer da trifft, dann tut es auch weh. Aber es steckt halt nicht viel Technik dahinter. Ja, also wobei Corvo auch eher, also teilweise zwar auch ausweicht, aber teilweise auch eher so die Schläge abblockt und mitnimmt und weiß halt, wie er sich zu bewegen hat, damit die Auswirkung der Schläge halt minimal ist. Also so, schon eher professionell. Wo habt ihr das gelernt? Ach, die beste Schule ist das Leben, sagt Corvo einfach. Corvo, ein Bär hat es ihm beigebracht. Ich bin jetzt vielleicht nicht der Beste. Ringen. Ihr schlagt euch ganz gut. Ja, ich bin aber vielleicht nicht der Beste im Ring. Ich merke aber trotzdem, ihr seid kein normaler Tavernenschläger. Das mag sein. Also? Oder wollt ihr nicht darüber reden? Ein Bekannter hat es mir beigebracht. Ich denke, mehr bekommt man nicht raus. Ich wüsste nicht, was es da noch zu sagen gäbe. Na gut. Frag mich nur, welcher Bekannter so gut kämpfen kann, wirklich. Tja. Bei uns in Mittstadt ist das ganze Leben ein Kampf. Ich komme aus Windhold. Ihr in Windhold haltet wenigstens zusammen. Das stimmt wiederum. In Mittstadt ist es eher ein Gegeneinander. Man muss aufpassen, mit wem man sich einlässt. Weil viele müssen und wollen auch eher danach schauen, wo sie bleiben. Willi, du liegst auch mehr drauf, wie so, aha. Kannst du mich dann jetzt loslassen? Also ich glaube... Ich bin gerade so ein Gedanken versunken. Naja. Die Herrscher des Königs lauern halt, oh, Verzeihung, überall. Ihr habt inzwischen auch ein paar Zuschauer, die da so ein bisschen sich das mit ansehen. Oh, na toll. Ja, nee, ich helfe dir auch auf. Ich fange an zu klatschen für ihn und hoffe auch, dass die anderen mitklatschen. Ja, wird dann auch gut, klatschen wir noch erwidert. Ich winke einfach nur ab und gehe zu meinen Sachen zurück, ohne da weiter viel Beachtung drauf zu setzen. Ja. Und dann hole ich auch meine Sachen wieder. Ja, dann wird sich das auch wieder auflösen, diese Menschentraube. Du kennst das Menschentraum, der wird auch automatisch mehr wachen.
Ja, ich habe gar nichts angedeutet. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich weiß, ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja. Es ist mehr ein, dass dir auffällt inzwischen, dass quasi sobald sich die eigentliche Möglichkeit für einen Taschendiebstahl... Na, das habe ich schon mitbekommen. Bildet, dass die Waffen ziemlich schnell sind. Bei der Schlägerei, ja. Gerade mit diesen normalen Schlägen und... Ausweichen ist ganz schön und gut. Mhm. Aber manchmal muss man die Schläge auch nehmen, wie sie kommen. Und den Schwung nutzen. Ich versuche halt den Schwung aus meiner Ausweichbewegung zu nutzen, aber anscheinend dauert das zu lange, sodass... Wenn du beim Gegner jedem Schlag ausweichst und er sich nicht viel bewegt, bist du der Erste, der irgendwann aus der Puste ist. Na gut. Und das sind wahrscheinlich auch die Techniken, die ich noch lernen muss. Die ganzen Griffe und wie man jemanden festhält. Und ja, bei so etwas... Mit den Fingern und dann konnte ich nichts mehr machen. Das ist bei so etwas solltest du als Erstes lernen, wie man fällt. Und dann lernen, wie man wieder aufsteht. Nein, erstmal fallen lernen, damit du dich nicht verletzt. Okay. Fallen kann ich gut. Da sind wir schon zu zweit. Ja, ich glaube, wenn sonst keiner mehr irgendwie was. Ich fand das aber eine ganz schöne Szene. Dann hole ich Feder und Zettel raus. Schade. Aber das müssen wir wirklich nicht ausspielen. Also, ja, wir sitzen dann halt noch und geben Wörter und Buchstaben und... Wie Gnom. Ich habe hier übrigens aus meiner Tasche hier das hier noch geholt. So ein kleines Buch. Wenn er was Neues hat, klingt der immer so niedlich. Soll ich da jetzt meinen Namen reinschreiben? Nein, ich dachte, es ist vielleicht ganz gut zum Lesen. Ach so, es ist ein unbeschrieben, also ein nicht, also ich dachte, es ist ein Taschenbuch, Tagebuch meine ich. Was ist das für ein Buch? Keine Ahnung. Ja, es wird ein einfaches Geschichtsbuch sein. Wenn du es dir hier geholt hast. Ja, ich habe etwas verlangt in Basar-Gnomisch. Ja, dann ist es einfach das Buch. Vielleicht sogar ein Kinderbuch oder so. Dann ist es eine Geschichte mit Yuriko. Nein. Wenn er es hier geholt hat. Der Rattling-Magier Ratzfratz. Ja, genau. Der Rattling-Magier Ratzfratz. Die Abenteuer von Yuriko und Ratzfratz. Ratzfratz und die ist vielleicht sehr gut für den Anfang. Ratzfratz und die Gottkaiserin. Ratzfratz, die Gottkaiserin. Ich glaube, das wäre wegen Blasphemie schon längst verbrannt worden. Lustiger, wenn sie dir das kaufen, das verkauft auch. Naja, gut. Dann machen wir das zusammen mit der gesamten Druckerpresse. Machen wir das jetzt noch den Abend und dann gehen wir wieder ins Bett. Genau. Ihr geht schlafen. Und so. Und so. Ist Ratzfratz aus dem Lande der Kaiserin ausgereist. Ausgewiesen worden. Ein Kinderbuch? So ist er ausgereist worden. Mit Schlägen und Treten. Weißen sie Fackeln, aus dem Land. Fackeln und Mistgabeln. Wurde quasi aus der Burg rausgeprügelt. Habt euch alle euren Heiltrank aufgeschrieben? Nein. Mit einem kleinen Holzboot macht er sich dann auf den Weg. Über die Kristallsee. Ja. Hast du ja einen mittleren Heiltrank aufgeschrieben? Nein. Dann bitte noch machen. Achso, wir haben in der Pause jetzt gar nicht nachgeguckt wegen dem... Machen wir mal den nächsten. Na ja. Schreib's dir auf. Ich tippe mal auf 15 Nagel oder so. Ihr geht denn alle schlafen? Hm. Ja, es ist schon späte Nacht. Da bist du wach, Kara. Das bist du. Ah, Sekunde. Sollen wir kurz gehen? Nein. Kann's ja nichts Schlimmes sein. Nein. Was? Was? Ja, du wirst wach. Ja, es ist das klassische abendliche Mal austreten müssen. Du bist alt. Du bist alt. Ich hätte doch was mit dir nochmal. Wie ein Schatten husche ich aus dem Raum.
ohne Korbo zu wecken. Das ist das Glas Milch, das du immer vom Einschlafen willst. Ja, aber ich kann doch sonst nicht. Ich finde schön, dass du mir vorgelesen hast. Das Radfratz. Abenteuer mit Miyuriko. Ja, und als du dann wiederkommst, steht an der Wand, quasi vor deinem Zimmer, Himmelsblume. Boah, ich dachte, eine zwielichtige Person. Also. Sein Spiegelbild oder was? Was treibt ihr euch denn hier mitten in der Nacht rum? Ich wollte mit dir reden. Mitten in der Nacht rum? Ja. Was gibt es denn? Der Gefallen, den du mir schuldest. Nicht alle. Viel zu jung. Und sie zu alt. Ja, was kann ich denn tun? Einen Tee holen oder? Nein, du besorgst mir Nachtseide. Was für die? Nachtseide. Was? Nachtseide. Ein wunderbarer Stoff. Sehr schwer zu bekommen. Ach, Seide? Ja. Ich habe Seile verstanden. Nein, Nachtseide. Nachtseide. Nachtseide? Ja. Aha. Ein wunderbar schwarzer Stoff und die darin eingearbeiteten Materialien sehen aus wie Sterben. Es ist doch ziemlich laut draußen. Ist dein Fest noch zugange? Nein. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Baden haben noch geübt. Und wo findet man Nachtseide? Meinst du nicht, dass wenn ich das wüsste, ich sie mir selbst besorgt hätte? Habe ich schon mal von Nachtseide gehört? Würfen auf Geschichten und Mühlen. Da sind wir schon. Gut, dass du lebst. Das kann ich doch nicht so gut. Gut, dass du lebst. Oh je. Komm, ich kann es besser. Naja, vielleicht kann ich es besser. Ich glaube nicht, dass ich es besser als Kras kann. Und die Attributen schon allein, glaube ich. 16? Jawohl. Kommt aus dem. Das liegt hier im Osten. Aus dem Osten. Also genau, wo du bist. Wo ein Großteil der Seide so nun mal herkommt. Genau, kommt aus dem Gebiet, aus dem die Seide kommt. Naja, also ich gebe mein Bestes. Ich bin jetzt nicht gerade der. Bis die Seidenstadt ihr Ziel erreicht hat. Das war in jetzt 2 Tagen, oder? Nein. Das Ende der Seidenstadt. Nicht ihr nächstes Ziel. Also, ihr allgemeines Ziel. Aha. Ich freue mich schon auf dein nächstes Ziel. Was war das nächste Ziel? Der Berg? Ja. So etwas wie Heimat. Heimat. Schlaf gut. Oh. Ich erinnere mich an diesen Berg. Erinnere dich. Bedauerlicherweise tue ich es. Gute Nacht. Gute Nacht. Und sie geht wieder runter. Einige Minuten steht Karas noch etwas verwirrt im Gang. Und dann auf einmal... Ach Mist. Nachtseide. Ich kannte doch hier irgendeinen Schneider. Ruhe! Ich denke das, ja. Ich denke es halt sehr laut. Ich kenne doch 2 Schneider, glaube ich. Mhm. Kanotaro und der Nette. Genau, Kanotaro, der Tuchhändler und Bigeran. Genau. Gebart, mein bester Freund. Oh, Entschuldigung. Ich revidiere Kanotaro. Du hast den Namen probiert, Nachtseide. Ich glaube, gesagt, oder? Ja. Du hast Nachtseide gesagt. Okay. Es ist nicht Nachtseide, es ist Nachtseide. Doch, Nachtseile. Es ist nackte Salbe. Es ist Salbe. Von Nivea. Von Nivea. Nivea. Nivea, Forfait. ich schleiche mich da zurück in mein, also unser Zimmer. Mhm. Gucke doch kurz auf den schnarchenden Korbo. Seufze, weil ich weiß, dass ich unter dem Schnarchen schlecht einschlafen werde. Ich höre sehr gut, das ist wirklich empfindlich. Und leg mich dann hin. Oh, ja. Pax. Dann halte den ganzen Mal doppelte Konsti. Du nochmal +3, ne? Oder +2, wenn du dir den Schaden von vorne. Ich hab den schon weggestrichen. Dann. Ich bin wieder voll. Und hast auch volles Leben. Und du so? Wäre nicht ganz.
Nee, mir fehlen noch 4. Also, noch einmal schlafen. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Karas gesund. Ein wunderbares Kinderlied. Ihr habt ja an dem Vormittag irgendwas Spezielles vor. Das ist der letzte Tag, an dem die Stadt hier ist. Dann würde sie wieder aufbrechen. Macht die hier irgendwas Besonderes oder steht die hier nur? Das ist halt quasi jedes Mal so, dass halt hier viel gehandelt wird. Mhm. Hier kommen halt jetzt viele Inseln aus denen. Ihr erinnert euch, bevor die Stadt hier gehalten ist, das erste Mal, ist ja eine Wache entgegengekommen. Ja. Von dort jetzt die Händler sind besonders viel. Also Herrscher haben sehr, sehr starke Handel im Vergleich zum letzten Mal. Erinnere ich mich richtig. Kira Miki no Yama. Ja? Ist der. Ist ja der Berg. Und da gehen wir ja durch. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, ist da die Wand zwischen der normalen physischen Welt und der Feenwelt sehr dünn. Da erinnerst du dich richtig. Oder war das die Geisterwelt? War die Feenwelt, ne? Daran erinnerst du dich? Ja. Ich weiß schön, das auch noch. Schön, dann habe ich das wirklich gesagt. Ja. Aber seid ihr doch nicht so überrascht. Nicht der Einzige, der da nicht auch zugehört hat? Anscheinend. Ja, da ist tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass die Wand dort sehr dünn ist. Sondern dass es da Übergänge gibt. Das und dass sich dort die Feen und so, das ist ähnlich wie in Herates. Ihr habt da jetzt noch nicht so viel gehört, aber ja. Das ist. Hm? Das hat man euch gesagt. Das hat euch der Schmied gesagt. Dass man halt viel mit Feen und so zu tun also hat. Also der Schmied meint hier bei den Feen im Berg am ehesten einen Tipp finden. Walgrim? Bezüglich? Seinem Schwertes. Ja, ja. Ich. Kennst du. Nachtseide? Alle, die das aus den Geschichten üben. Oh, da bin ich echt gut drin. Es ging übrigens um die 25, weil das. Nicht. Davon habt ihr noch nichts gehört, das kommt auch halt von hier. Muss ich würfeln, weil es rechnerisch nicht möglich Nein. ist? Gut. Wie viel? Was geht? 25. Es ist rechnerisch möglich. Ein Crit. Ja. Ich mag es noch, die müssen. Oh, kein Crit. Das ist eine 7, 8, 9. 14! Noch nie gehört. Also du weißt doch nicht, also du weißt deswegen, wie gesagt, dass das tatsächlich Seide ist und nicht irgendwie der Name für irgendwas anderes ist. Ja. Sehr sanftig. Was soll alles sein? Was ist denn das für eine Seide? Da, wenn ich das wüsste, müsste ich ja nicht fragen. Und wer will das haben? Hä? Habe ich gesagt, dass ich das besorgen muss. Ich habe gefragt, ob er es kennt. Ja, warum willst du das wissen, wenn du es nicht haben Vielleicht willst? Hat er davon gehört. Da. Warum möchtest du das wissen? Bist aber neugierig. Ich frage doch nur. Frag mal aus. Dann nicht. Ich verstehe das, dass du Sachen nicht sagen möchtest, die niemanden anders was angehen. Hilfst du, hat danach gefragt. Oh Gott. So viel dazu. Naja, es ist halt wegen dem Gefallen. Ach, ich erinnere mich. Es ist ja nur, ich muss ja nur Seide besorgen. Ist ja nicht so, als müsste ich einen König stürzen oder so. Du musst uns daran erinnern. Ich hasse euch so sehr. Mir fällt inzwischen auf, dass es ein doppelter Erinnerung war. Die war wirklich gut. Ich gehe zu Kanotaro. Ich werde mal zu Kanotaro gehen. Möchte irgendjemand mitkommen? Nein, wartet, ich gehe zuerst zu Gebart. Vielleicht sollten wir irgendjemanden fragen, dem wir vertrauen können. Wie gesagt, ich gehe zu Gebart zuerst. Mhm. Dem wir vertrauen können. Hallo? Kein Halunken wie dich. Hallo? War das Gebart? Ja. Er ist kein Halunke. Gebart war der Halunke. Der andere war der Arsch. Der eine war der Arsch, der andere war der Halunke. Lass uns doch zu. Gepard gehen. Ich bin gespannt, welche Seite der noch im Kopf hat. Lasst uns dort zu Hikibi gehen. Sie wird. Was? Die Ansprechdame mit Happy End. Was? Ich mag meine Notizen. Kurz zur Erinnerung für die, die nicht mehr wissen, wer Hikibi ist. Das ist die, die euch die Rebellensachen gibt. Ja, und ja. Die Massagehelferin. Happy End. Die thailändische Passöse. Alter. Ich gehe zu Kanotaro. Kanotaro, dem. Ja, dem Arsch.
Nein, nicht zu Kanotaro, zu, verwirrt mich, zu Gibbard. Ja, der ist in seinem Geschäft. Wie immer gut gelaunt. Redet er dich sieht. Ah, mein Freund, wir haben uns ja länger nicht gesehen. Na ja, die paar Tage. Ja, die paar Tage, die kurze Rettung der Stadt, aber davon abgesehen. Siehst du, du hörst ja genug von uns. Geht ihr anderen mit? Ja. Wie kann ich euch denn helfen? Es ist eigentlich nur etwas Information. Also, kennst du Nachtseide? Ja, klar. Ich wollte es kaufen. Was? Ja, unser nächster Halt. Da verkauft sie einer. Wie teuer ist denn so Nachtseide? Ordentlich. Ja, mal so. So grob über den Daumen. Hat sie gesagt. So grob über den Daumen. Also reicht ja eigentlich auch so ein Stück. Sie hat die Mengenangabe nicht gegeben, oder? Das ist richtig. 30 Luna? Sagen wir, wir haben so ein Stück Nachtseide. Das werdet ihr nicht bekauft bekommen. Warum sollt jemand euch so wenig verkaufen? Naja, das ist, wenn ihr euch jetzt was kauft und ihr arbeitet daraus einen, was weiß ich, Schleier oder sowas. Ja, da habt ihr doch sicherlich Rechtsreste vom Schneiden, vom Zuschneiden. Nein, ich verkaufe dazu, dass ich alles... Es kostet, wie gesagt, 30 Luna. Ja, aber egal wie ihr schneidet, ihr könnt nicht, also es geht doch nicht beim Schneidern, dass ihr, also ihr schneidet das nicht. Habt ihr eine Ahnung vom Schneider? Nein, aber ich habe logischen Menschenverstand. Worauf wollt ihr denn jetzt hinaus? Na, wenn ihr so ein Fitzelchen übrig hättet nach dem Zusammenschneidern, uns reicht so ein Fitzelchen. Also ich hab Schneider gesehen, die mittels Magie den Stoff wieder... Könntest du nicht einfach die Fresse halten? Nein. Eigene Dummschuld. Jetzt guck, wie du den Scheiß bekommst. Wofür wollt ihr denn Nachtseide? Ach, das ist einfach lieber nicht. Ist sehr schön und dunkel. Möchte es jemandem schenken. Die muss euch viel bedeuten. Oder der. Er muss seine Schulden abbezahlen, sagen wir es mal so. Und da könnt ihr euch gleich neue Schulden machen bei dem, wobei er keine Schulden. Ach, das kriegt ihr. Ihr könntet Glück haben, vielleicht will er kein Geld. Sondern nur seine Seele. Woher kommt die, also wie gewinnt man Nachtseide? Das weiß ich auch nicht so genau. Kaufst du die bei den Feen? Ja. Ja. Deswegen, wie gesagt, vielleicht will er kein Geld. Sondern nur deine Seele. Ich bin in einen schrecklichen Strudel geraten. Bitte? Was? Genau, du könntest ihm ja einen Gefallen anbieten. Ich glaube, ihr habt einen Witz, den ich nicht verstehe. Es ist nicht witzig. Okay, dann habt ihr eine traurige Tatsache. Verstehe ich trotzdem nicht. Solltet ihr jetzt, nachdem wir es offen gesagt haben. Ich glaube, sogar die Information, die ich von ihr dadurch bekommen habe, war nicht gerade sehr, naja, informativ. Ich weiß nicht mal mehr, welche Information das war. Ich auch nicht. Na gut. Ihr? Danke. Von wem? Habt ihr Informationen dafür bekommen? Danke für eure Informationen. Aber ich wünsche. Ging es nicht um Informationen, dass wir den irgendeine Information hast du da bekommen. Ja, deswegen fragt er auch gerade Gebhard dich. So eine für null Information. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was für eine Information. Vielen Dank für eure Hilfe, das wissen wir sehr zu schätzen. Das war so eine, wo liegt der Brunnen? Da drüben. Danke, tschüss. War es nicht die Info, ob ihr dem Team wird, ob der mit irgendeinem zusammenhängt mit einer der beiden Organisationen? Nee, ich glaube, es ging um meine Mutter. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ach nein, Moment, bei meiner Mutter war es was anderes. Wir wünschen euch noch einen erfolgreichen Tag. Auch. Na ja, mal gucken. Versucht die Stadt nicht schon wieder zu retten, ja? Weil immer wenn ihr sie rettet, muss voll was Schlimmes passieren. Wir können es auch einfach... Dann lassen wir es beim nächsten Mal einfach. Nein, nein, ich meine nur... Es ist noch nicht so viel passiert, außer seit ihr dabei war. Ja, toll. Seid doch einfach froh, dass wir dabei sind und euch helfen. Ich weiß ja nicht. Ein paar Rabatte wären da eigentlich total sinnvoll. Auf Nachtseide oder kostenlose Geschenke oder sowas. Ja, so ein kleines Stück Nachtseide wäre vielleicht nicht schlecht. Zum Beispiel. Oder nicht so umsonst das ganze Geschäft und euer Leben und so, aber gut. Ehe ich euch nicht mehr so sympathisch finde wie bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. Meine nur, also das Idee. So, heute noch irgendwas vor? Außer die viel gepriesene Dankbarkeit. Sehr lande. Diese Gastfreundlichkeit. Gut. Ich denke, wir machen noch einen schönen Trainingstag. Vergnügen uns ein bisschen. Jo. Jo. Und beenden damit auch diesen Tag. Gut. Dann bricht die Stadt wieder auf. Zu ihrem dritten Reiseweg.
Die Stadt hat den ersten Reisetag beendet, als sie kurz stoppt und alle, die etwas weiter vorne mitlaufen, sehen, wie 10 Schwertalben sich vorne mit dem Tross reden und sich dann anschließen. Also es sind keine Regenschirme, es sind einfach so weibliche Alben, die einen... Ach, auch auf weibliche Alben? Ja, es sind natürlich weibliche Schwertalbinnen praktisch. Also es sind Kintari-Kämpferinnen. Was sind Kintari? Kintarei? Kintarei. Fuichi war ein Kintarei. Ah, dann Kintarei, das ja. Das sind diese übelst geilen Samurai-Priesterkrieger. Genau. 10 von diesen Damen. Stellt euch vor, Paladine in Japanisch. Das sind nur Frauen? Das sind nur Frauen. Ja, die Kintarei sind tatsächlich sehr häufig Frauen. Aber nicht immer, aber sehr häufig. Wer sind die? Ich habe keine Ahnung. Falscher Charakter. Geschichte und Mythen gegen die 20. Länderkunde? Oh, warte, das könnte ich schaffen. Länderkunde gegen die 20, Entschuldigung. Achso, nee, Länderkunde. Oh, das könnte ich sogar noch besser schaffen. Obwohl ich keinen einzigen Punkt in Länderkunde habe. Ich habe einen und habe damit 5. 18. Du hast keine Ahnung. 20. Das sind Frauen in Rüstungen. Sieht man doch. 23. Und du? Nee. Ja, 20 und du dann noch gleich ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall 20. Weißt du, dass die Kintari diese sehr berühmte Schwertkämpferinnen sind? Also Schwertkämpfer, Schwertkämpferinnen. Priesterkrieger. Du kannst ja gerne das etwas ausweiten, weil ich mich da jetzt nicht so weit gelesen bin. Kann man so sagen. Priesterkrieger der Miyuriko. Die sind halt aus, sie ziehen aus, um das Recht und die, naja, diese Gebote der Miyuriko zu verbreiten, sind aber auch sehr häufig in Diensten von irgendwelchen Herrschern. Also lieben was? Kunst und Kampf ist auch eine Kunst. Genau, also ja, sie lieben auch die Kunst, also haben da verschiedene, manche singen, manche zeichnen, manche... Also was du noch weißt, die streben halt die Perfektion an. Ja. Auch im Kampf. Aber das tun ja grundsätzlich alle Schwertalben. Das ist Kintarei. Das sind so etwas was wie... Kantioki heißt es. Ganz gut, weil ich noch offen während der Reise, die Wachen sind eindeutig mehr. Okay. Als während dem letzten Reiseabschnitt. Das sind so etwas wie... Glaubenskrieger, so ein bisschen wie die weißen Wächter in Ioria. Mhm. Sehr berühmt und sehr gut. Die weißen Wächter oder die? Sie streben nach Perfektion und vor allem im... Also rein optisch sind sie an der Perfektion schon nah dran. Du könntest meinen entstechenden Blick zu spüren. Also, das sind Frauen, mit denen man sich nicht anlegen möchte. Ich möchte mich mit ihnen nicht anlegen. Ich möchte mich mit ihnen hinlegen. Nicht auf diese Art und Weise. Ihr seid unmöglich. Nur weil sie keinen Bart haben. Du bist dir sicher, dir fällt dem nächsten Abwurf auf den Kopf. Vorbaumregeln. Okay, wieder was er merkt. Vorbaum vergisst nie wie ein Elefant. Was für die? Hast du noch nie einen Verruger? Nein. Ich auch nicht. Also, was wollt ihr tun während der Reise? Ich hätte eine Idee. Möchtest du mir irgendetwas sagen? Ich dachte schon, ich war zu dezent. Was? Da kommen so Kintari. Was? Wie heißt das? Kantioko. Kantioko. Kantioko hießen die doch, oder? Kintari-Kämpferinnen. Nee, die Kintarei sind ja die Schwertalben. Das sind hier 10 Kintarei-Kämpferinnen. Achso, ja, nee, Kintarei ist nur das Wort für Schwertalbe. Okay, dann sind es 10 Schwertalbe gewesen, also keine Killerpriesterin. Aber die streben trotzdem nach Perfektion im Kampf. Und wir können ja einfach sagen, dass es Kantioko sind. Ja, das sind Kantioko, warum nicht? Ich glaube, das hieß Kantioko oder Kantiokai oder irgendwie so. Es sind Kantioko, du musst es wissen. Du, ich müsste auf den Charakter erst das Charakter blasen. Ich kann ja kein Japanisch, ich merke mir das nicht. Aber sagen wir einfach, das sind die Kriegerpriester, das sind diese Samurai, ja. Kantioko und dann ist gut. Ja. Was? Du möchtest mit ihm reden? Ja, dann komm. Langsam. Lassen wir uns zurück.
Also es sieht doch nicht so, dass ich einfach den Wachen mit an, der Eskorte, der... Der wird zufälligerweise Teilzeits angehören. Wer seid ihr? Ich arbeite hier auch. Teilzeit-Wachmänner. Ja? Teilzeit. Das können wir offiziell bestätigen lassen bei Tomoe. Ja, bis wir irgendwann neben ihn laufen. Mhm. Ja, ich wurde kurz zugenickt. Oh, sie nehmen uns schon mal für voll. Wir nicken zurück. Zwei Männer auf der Pirsch. Du weißt schon, dass ich im Wald aufgewachsen bin. Ich beobachte auch. Ich beobachte es unauffällig, aber sehr interessiert. Was führt denn... Oh Gott. 10 Schwertalben hinterher. Oh, ja. Wir haben uns der Eskorte der Stadt angeschlossen. Eine noble Sache. Sie nickt kurz und am Ende erwarten wir das Urteil der Gottkaiserin. Urteil? Wir haben unsere Anführerin verloren. Ah, mein Beileid. Sie nickt kurz. Ist es dann nicht so, dass praktisch einer von euch dann befördert wird? Nein, wir hätten unsere Anführerin durchaus schützen müssen. Eigentlich ja, aber darauf, jetzt ist eine weg und jetzt braucht ihr eine neue und dann... Darauf steht eigentlich der Tod. Das wäre aber eine Verschwendung. Es wäre eine angemessene Strafe. Aber eine Verschwendung. Sehr freundlich, dass ihr das so seht. Schamvolle ja, also, Person. Ich habe ja gehört, dass die Schwertalbinnen hervorragende der Perfektion nahe gestreben. Das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass ihr neben der offensichtlichen Perfektion auch noch dem Schwertkampf hold seid. Die offensichtlichen? Ja, wir sind auch sehr gute Schwertkämpfer. Was heißt denn sehr gut? Ich bin mir sicher, jeder von uns könnte das mit 3 oder 4 der Wachen hier aufnehmen. Ja, der Wachen. Aber sicherlich nicht mit meinem guten Freund. Ein wahrer Künstler an der Klinge. Könnt ihr das auch beweisen, was euer Freund da redet? Na klar kann er das. Lasst uns doch heute beim Nachtlager gegeneinander kämpfen. Eine formidable Idee. Ich freue mich schon drauf. Und einmal die ganze Moment, also. Kannst du mir später danken. Bei euch im Lager oder bei uns? Geht das zu mir oder zu dir? Bei uns. Wo ist das? Also, sie sagt, wo die Lager sind. Ja, gut. Dann freue ich mich schon darauf, euch wiederzusehen. Ihr. Ja. Komm mal warm. Er ist auch überaus glücklich. Die ganze Zeit immer noch so. Und ich klopfe dir so auf den Rücken, während wir gehen. Kannst mir später danken. Vier von den Wachen. Also brauchst du nur gegen eine von ihnen kämpfen. Eine von ihnen gegen 4 von den Wachen. Ja, bist du eine Wache? Hast du die Wachen mal kämpfen sehen? Sie sahen schon recht kompetent aus, aber... Ja. Aber das ist doch nicht schlimm. Dann lässt du dich von ihr verhauen und dann du weißt doch, Frauen lieben Männer, die hilflos sind. Mitleidsex. Mitleidsex. Danke. Besser Mitleidsex als gar kein Sex. Das wird peinlich. Peinlich. Wieso? Ich habe ihn letztens beim Bogenschießen bewiesen und jetzt ist deine Parade das Ding gefragt. Das ist ja wohl was anderes. Ein paar Kunstbogenschützen und Schwertalbinnen. Da solltest du mal Heon Bai fragen. Der sieht das bestimmt anders. Ist es ein...
Wir gehen ihn mal fragen, wie gut die sind. Der weiß das ja bestimmt. Wir gehen mal zu Hirnbein. Mhm. Ja, der ist gerade bei Sinnoh. Wir sind gerade einfach nur am Laufen. Hirn! Ah! Mein alter Kumpane. Ich habe da mal so eine Kulturfrage. Oh, jetzt bin ich gespannt. Diese unglaublich gut aussehenden albischen Damen, die hier gerade in voller Rüstungsmontur mit diesem interessanten, gebogenen, einseitig geschliffenen Schwert reingeritten sind. Reingelaufen aber, ja? Nee, reingeritten im übertragenen Sinne. Ah, ja. Sind die schwertkampftechnisch ungefähr so gut wie ihr bogenkampftechnisch? Nein. Ihr seid nämlich besser. Nein. Das tut mir sehr leid. Lass mich ein Verhältnis zeichnen. Zeigen. Lass es mich erklären. So sagen. Er ist so gut im Bogenschützen, so gut im Vergleich zu mir wie unsere Talente. Ihr habt mich noch gar nicht Bogenschießen gesehen. Also wir stellen uns vor, wenn er Bogenschießen würde und ihr Bogenschießen würde. Ja. Der Unterschied, der dabei ist, wäre zwischen meinem Bogenschießen und ihrem Schwertkampf. Wenn ihr Schwertkampf als Bogenschießtalent hättet. Wenn die Schwertkampf... Ja. Das ist ja sehr bedauerlich. Wieso? Habt ihr sie zu einem Duell herausgefordert? Nein. Zu also einem Übungskampf. Heute wird es euch nicht töten. Das ist aber ein Vorteil. Und euch auch nicht, weil das wäre sehr unehrenhaft, wenn sie euch... Aber wenn es allgemein bekannt ist, dass die guten Damen so gut sind, dann ist doch... Dann kann man da ja nichts gegen verlieren. Eine Niederlage gegen diese Damen... Keine Schmach. Das ist richtig. Schmach. Und schlecht. Und wenn du dich auch noch ganz gut schlägst, dann... Wer weiß? Wir haben gefordert, sie darf die Waffe bestimmen. Sie wird den Schwertkampf nehmen. Ich glaube schon. Ja, zum Glück. Naja, ihr hättet Nacktring machen können, da hätten alle was von. Ich fange schon mal an, bei Sensen zu zaubern. Wusstet ihr, dass sie sehr gute Ohren haben? Ich meine nur. Ich habe Grimm mitbekommen, aber von hier aus werden sie mich nicht hören. Die Schwertalbenden nach den typischen Turnierregeln kämpfen, ist das Zaubern vor dem Turnier verboten. Bedauerlich. Warte drauf. Wenn sie bemerkt, dass sie gezaubert hat, zaubert sie auch schon ab, der ist recht, keine Chance. Hä? Naja, ich könnte ja. Generelles Magie auf jemanden legen, also Magie vor dem Kampf schon auf sich zu haben, ist verboten. Wenn sie das bemerken, zaubern sie auch und dann hat er keine Chance. Das ist bei uns nun so Brauch. Das ist doch eigentlich überall Brauch. Ja. Also bei den Spielen in Nioria war es jedenfalls immer Brauch. Kampf, also Magie im Kampf ist doch was ganz Normales, aber halt, ne? Dann erst, sobald der Gong ertönt. Ja. So was bei den Spielen in Nioria jedenfalls immer. Ja, bei den Kämpfen in Midstadt auch. Aber nicht beim... Wann ist denn der Übungskampf? Nein. Beim Bleimio war das was anderes. Wissen wir noch nicht. Was ist? Wann ist denn der Übungskampf? Keine Ahnung. Heute Abend im Lager der Kandioko. Das wird super. Sie hat gerne eingeladen. Ich habe das Ganze organisiert. Danke. Verlangt kein Geld dafür. Wollte ich nicht. Gut. Verlangt kein Geld dafür. Verlangt, nein, ernsthaft. Verlangt kein Geld dafür. Verlangt doch dafür kein Geld. Corvo, warum seid ihr so? Wie? Ich lasse mir doch immer meinen Spaß. Ja, auf Kosten meines Lebens. Nicht so schlimm, vielleicht lernst du auch was. Ja, auf Kosten meines Lebens. Erzählt nicht. Ihr macht die Leute rund. Nehmt ihm nicht die Illusion. Welche Illusion? Er hat doch gar keine. Nein. Ich blicke der Wahrheit ins Auge. Oh, jetzt habt euch nicht so. An Herausforderungen wächst man. Ja, wird toll. Ihr solltet weniger jammern und mehr üben. Den ganzen Tag ein wenig schweigsam. Dafür, dass du gegen Frostbestien gekämpft hast, bist du jetzt ziemlich weinerlich. Ja, weinerlich. Ist das richtige Wort. Weinerlich. Möchtest du auch? Bäh. Was? Ich finde es schön, dass Wahlgrim auf unserer Seite ist. Stell mir das beim Zwerg total niedlich vor, wenn der Kleine da mit seinem ganzen Bart so... Dann laufe ich weg. Wahlgrim, hier ist ein Kampf, wo es egal ist, ob ihr verliert.
Wahlgrim? Wahlgrim. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Alvar, hier ist ein Kampf, in dem es egal ist, ob ihr verliert. An dem ihr eigentlich nur gewinnen könnt. Ja, ihr habt recht. Es geht an nicht, Erfahrung. Es geht ja nicht um Leben und an blauen Flecken natürlich. Ja, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Da wissen wir, wo wir hingehen müssen. Ja. Du bist ein schlechter Verlierer, nicht wahr? Nein. Apropos, ich muss noch zu... Wie hieß die gute Dame? Die Heilerin? Gina. Gina. Deswegen spielt er auch genau. Nicht gegen mich Karten. Ich muss jetzt so... Egal. Und vielleicht kann sie euch irgendwas über euer Schwert sagen. Oh je. Aber zeig es ihr erst nach dem Kampf. Ich mache mich den Tag warm. Und ich gehe nochmal für die Gina. Ja. Gina, und du willst natürlich auch mal versorgt werden von den Wunden her. Das ist mir jetzt gut. Okay. Gina. Ja, wie kann ich dir helfen? Ich habe hier noch so einen Busch. Noch so ein Kraut. Den hast du gestern gesammelt? Ja, das hält ja einen Tag. Das andere nur einen halben. Den wir ja, aber du... Okay, ja, doch, ja. Mhm. Hat einfach... Du guckst dich das so ein bisschen an. Ich kann das halt jetzt nicht verbrauchen sofort und ich das irgendwie in Flaschen... Ich bin da auch nicht so begabt drin. Ich verbrauche sowas normal. Ich suche sowas normalerweise nur, wenn man es braucht. Hm. Clever, wenn man nicht weiß, wie man das verarbeitet. Eben. Deswegen dachte ich mir, du kannst damit eher mehr anfangen. Was? Ich bin nicht da. Ja, ja. Das geht doch gut. Ich gehe nicht mehr in denselben Raum mit dieser Ziege. Verschockerin. Undankbare Abzocker. Gott sei Dank gibt es so viele NSCs. Ja. Schröre. Ja. Aber einige mögen uns nicht, vor allem die, die uns noch nicht kennen. Nein, die mögen euch noch. Naja, sag ich ja. Und das war, was ich sagen wollte. 25 Teller. Nehmt hin. Ja, kriegst 25 Teller für. Behaltet sie. Danke. Ja. Du machst dich warm, macht ihr bei dir noch? Aber vielleicht brauche ich eure Dienste morgen früh oder heute Abend nochmal. Sie nickt. Wenn ich keine Magie oder so brauche, dann... Ach, vielleicht nur ein paar blaue Flecken und kleinere Wunden. Was habt ihr vor? Habt ihr heute Abend was zu tun? Das hängt davon ab, worauf das jetzt hinausläuft. Kennt ihr diese Kantyoku? Die Schwertart, mit dem man sich auf keinen Fall anfangen kann. Ja, diese Kampfpriester-Damen. Oh Gott, sag mir nicht, ihr habt die zu einem Duell herausgefordert. Ich nicht, aber mein Freund. Er hat die zu einem Duell herausgefordert? Ja, ja, er wurde. Was du bist nicht da. Bin ich da. Was an der Rüstung und dem bedrohlichen Schwert hat ihm gedacht, gute Idee, die zum Duell herauszufordern. Ja, man sucht sich ja immer so ebenbürtige Gegner. Ich bin mir sicher, keiner von denen ist einarmig. Oder blind. Selbst nein, dann. Er ist wirklich ein guter Kämpfer. Das mag sein. Sie aber auch. Ja, naja, dann ist es doch eine Ehre, gegen sie zu kämpfen. Ob man nun gewinnt oder verliert, ist ja egal. Naja, bei einem Duell. Kommt ihr nun oder nicht? Ich möchte ungern meinen Freund sterben sehen. Der stirbt doch nicht. Es ist ja kein Duell. Es ist ja ein Übungskampf. Ah, dann komm ich. Es ist ja kein auf Leben und Tod Duell, sondern so ein Ja aufs erste Blut. Ach so, dann komm ich. Ja, ein kurzes Vergnügen. Seht ihr? Das ist übrigens bei dem Lager von den gut aussehenden Damen. Das solltet ihr nicht. Naja. Zu spät. Dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr können. Bisher haben sie mich noch nicht geschlagen. Sie werden euch doch nicht schlagen. Was? Nichts. Was? Na dann? Hey, ich bin in dieser Kultur nicht heimisch. Ihr dürft mir ruhig sagen, wenn ich irgendwie Leuten Fettnäpfchen und so. Das war eins. Nicht zwingend die Beste, die das bei den Damen zu machen. Also ich habe ihnen doch nur ein Kompliment gemacht. Ja. Wenn man nach Perfektion auch im Äußeren strebt, dann sollte man sich nicht wundern, wenn andere Leute diese Perfektion... Wie haben Sie denn darauf reagiert? Naja, eher nicht so. Also, naja, aber... Wie ist das denn bei eurer Kultur, wenn Frauen dann nicht so drauf reagieren? Und jetzt stellt euch das mit einem Schwert und dem Leben nichts anderes vor, als mit diesem Schwert trainiert vor.
Ja, aber wenn man... Also, die sollen sich mal nicht so haben. Seht ihr, das wäre noch so ein Fettnäpfchen. Ja, dass sie sich nicht so haben sollen, würde ich ihnen nicht ins Gesicht sagen. Das wäre klug. Ja, ich bin doch nicht doof. Naja. Vorsicht. Sie schaut schon die schaut in Richtung deines Bogens. Okay, ich kann euch noch nicht lange genug zubuttern, ob ihr doof seid. Wie gesagt, ich habe ihnen nur ein Kompliment gemacht. Dass sie, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gesagt, neben ihrer offensichtlichen Perfektion sie auch im Schwertkampf zu sind. Na gut, dann hatten sie vielleicht auch noch. Ich meine, wisst ihr, wieso sie hier sind? Sie sahen nicht sehr freundlich aus. Etwas griesgrämig, könnte man wir sagen. Wir wissen, warum sie hier sind. Warum sind sie denn hier? Weil ihre Anführerin gestorben ist. Ach ja, ihre Anführerin ist gestorben. Dann anderes Fettnäpfchen. Wenn sie ihre Anführerin verloren haben, am besten möglichst wenig ansprechen. Die sind dann vielleicht ein bisschen gereizt und nicht so gut drauf. Sie gehen jedenfalls jetzt zu ihrer Gottkaiserin und erwarten Befehle, ob sie sich irgendwie selbst umbringen sollen oder sowas. Ja, genau. Das ist doch lächerlich. Warum? Ach, warum? Also, dann wählen sie halt eine neue. So funktioniert das hier nicht. Stellt euch vor, eine große Krankheit bricht aus und die... Wie haben sie ihre Anführerin denn verloren? Keine Ahnung. Haben sie nicht gesagt. Sie hätten sie retten können, irgendwie so, in Anführungsstrichen. Gut, dann stellt euch das ungefähr so vor. Ihr seid ein Trupp aus 10 Soldaten und ihr hättet eurem Anführer in den Rücken geschossen. Jeder von euch. Aber das haben sie ja aber nicht. Aber aus Versehen, meint ihr? Nein, es wäre an sich eine pure Absicht. Aber das haben sie doch nicht. Das haben sie doch nicht. Ja, aber dadurch, dass sie sich nicht gerettet haben, ist das hier so, als hätten sie... Ja, aber haben sie doch nicht. Das macht ja keinen Sinn. Andersrum, stellt euch mal so vor, es gibt eine große Krankheit, die hier in den Ländern grassiert und man hat die 10 besten Ärzte und Medici und Wunderheiler aus ganz Orages rangeschöpft. Ja. Und sie üben das an ein paar Leuten und einer der Ärzte nimmt das Serum auch als Gegentest und der verreckt daran. Ja. Warum sollten sich die anderen dann umbringen? Nein, nein, das ist für was ganz anderes. Ach so. Wir sind ja nicht ein Trupp und sie kommen ja auch nicht von hier. Aber wir erwarten jetzt auch nicht, wenn ihr wisst, dass ihr euch umbringt. Ja, aber stell dir mal... Okay, weiß ich. Dann sind es halt die 10 besten Ärzte aus ganz Kintarei. Ja, und dann... Auch dann, das hat damit nichts zu tun. Und die setzen sich zusammen und werden sozusagen ein Einsatztrupp für diesen Einsatz. Ja. Ja. Ja, und der Anführer stirbt beim Test dieser Medikamente. Dann wäre das etwas anderes. Es ist... Im Kampf ist es schon etwas ganz anderes. Aber das ist doch auch ein Kampf. Ein Kampf ums Überleben ganz vieler Leute. Ich glaube, das hat etwas mit Ehre und so zu tun. Was machen die da drin so lange? Ja, das ist mir zu hoch. Ja. Nichts gesagt. Ich finde, das wäre auch zu einfach. Wir gehen jetzt. Ich denke auch. Bis später. Oh ja, ich werde zu tun haben. Hi. Gut, dann gehen wir jetzt weg. Und möchtest du dich noch irgendwie vorbereiten? Naja, dann werden wir auch noch ein bisschen üben und werden mal schauen, wie das heute Abend ausgeht. Aber wie es heute Abend ausgehen wird, sehen wir erst in der nächsten Folge. Oder? Nur wir können das auch in dem, das wird jetzt nicht so groß. Außer du willst es groß ausführen, können wir das gerne noch länger machen, aber... Das wird jetzt nicht so lang dauern, also ganz ehrlich. Es wird tatsächlich, wir können das gerne groß ausspielen, aber ich habe für die Damen keine Werte. Und... Also denkst du dir ein paar OP-Werte aus? It's the plan. Na ja, dann. Können wir noch reinnehmen, oder? Ja. Gut, dann nehmen wir es eben noch mit rein. Wir müssen aufpassen, sobald die Lampe ausgeht. Wie geht's eigentlich Vespa? Der ist immer noch im Kokon. Unverändert. Ein bisschen ausgedruckt. Vielleicht sollte ich mal bei den Feen fragen, was. Wenn wir das jetzt aber raufkriegen wollen, müssen wir uns beeilen. Ah, sorry. Bitte. Ja, dann am Abend geht ihr zu diesem Lager und man erwartet dich schon. Ein paar das ist toll. Zuschauer, das hat sich vermutlich umgesprochen. Hm. Naja, wenn man dann. Hast du gut gemacht. Und es ist quasi so ein kleiner Kreis aufgebaut worden. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie da übelst die Leute und die Menge steht, die da. Wir kommen so um die Ecke von so einem Zelt. Kurz ja, da werden wir so, da werden wir ein paar Leute schon sein und das übelst die Menschenmenge. Also, jeder geht so rum. Otternasen. Katzenpfoten. Ich hasse dich. Ja, also, so fübbel.
Es wurden sogar Tribünen aufgestellt. Verzeihen. Nein, es sind tatsächlich jetzt nicht so viele, aber es ist schon eine größere Traube, die ich da. Sitzplätze für die reichen Kaufleute mit Überdachung. Naja, dann los. Zimmer. Ja, dann. Du schaffst das. So ein Standwettabschlüsse. Nee, das darf man dir nicht machen. Achso. Viel Glück. Wir stehen immer hinter dir. Danke. Ich habe eine Ärztin besorgt. Gehst du in diesen Kreis? Ja. Die Frau steht dort in ihrer Rüstung. Verbeugt sich vor dir? Ich verbeuge mich auch. Möchtet ihr noch etwas vorbereiten für den Kampf? Letzte Worte! Wollen wir das einfach ohne Zauber machen? Das überlasse ich euch. Möchtest du noch einmal beten? Dann machen wir das ohne Zauber. Sie nickt. Und dann würde quasi der andere würde quasi dieses Darrichten dazwischen übernehmen. Bis zum ersten Blut? Ja. Und dann. Drunter geht nicht. Geht sie in Kampfhaltung? Ja, dann gehe ich in Kampfhaltung. Ja, und dann beginnt dieser Kampf und. Ihr habt ja war schon häufiger Kämpfe gesehen, in vielen Kampfsituationen, und er gibt auch alles und er schlägt sich auch gar nicht schlecht. Er schlägt sich nur besser. Man sieht im ersten Gesicht etwas Überraschung in ihren Augen, als du die ersten zwei, drei Schläge abwehrst. Und auch als du selbst zum Gegenangriff ausholst, sie hat dich offensichtlich im ersten etwas schwächer eingeschätzt. Und du merkst, wie sie dann ihr Tempo erhöht. Oh je. Und ich erhöhe mein Tempo. Das geht dann immer weiter, aber du merkst recht schnell, wie sie die Oberhand gewinnt. Und die hat dann noch einen Schnitt übers Gesicht verpasst. Eine also so an der Wange entlang. Ins Gesicht. Und dich damit noch quasi so zu Boden stößt, mit einem Hieb mit ihrer Schulter dich quasi umwirft. Oh, ich will mich abrollen. Ja, das gelingt dir. Okay. Und ist so Schuhe. Ist richtig! So fällt man! Die sieht dich dann an. Es ist quasi, tatsächlich, der Kampf war ziemlich ruhig. Hm. Die Leute, man hat sich erstaunt angesehen, sie sieht dich an. Wo habt ihr so kämpfen gelernt? Von meinem Vater. Ihr seid gut. Ja, aber ihr seid offensichtlich besser. Nun, ich nehme an, ihr habt euer Leben noch andere Sachen gemacht als diesen Schwertkampf. Naja. Nicht sehr viel mehr. Sie nickt kurz, scheint zu überlegen. Was hattet ihr von mir häufiger trainiert? Was hat ihr von mir häufiger trainiert? Nicht. Und du siehst nur diese leckeren, knusprigen Käfer. Ich fange sie. Nee, aber du siehst den nächsten Moment. Es war nur so ein kurzer Blick rüber. Und dann ja, gerne. Also, wir haben immer relativ viel Zeit auf der Reise. Wir werden das am Abend machen, wenn meine Patrouillen vorbei sind. Das wäre mir eine große Ehre. Das nickt. Dann sehen wir uns morgen Abend. Ja. Dann komme ich zurück. Grill? Bisschen sandig. Wo hast du die her? Verboten. 30 Sekunden Regel. Kann doch sein, dass sie vorher noch nicht drin war. Nina kommt zu euch. Die waren ja hier. Ihr habt gegen eine Schwertalbe gekämpft und habt nur einen Kratzer im Gesicht. Hallo, es blutet. Es war ja nur auch bis zum ersten Blut, von daher. Deine dreckigen Finger. Ich hab schon andere Kämpfer gegen sie bis zum ersten Blut. Das sah schlimmer aus. Aber es ist doch das erste Blut. Das heißt, sie kriegen doch nur eine Verletzung. Naja. Das hängt davon ab, eine, trifft. Eine Verletzung, die ernsthaft genug ist. Aber gut, sie verarztet das. Danke. Das kostet jetzt was? Hm. Hab ich schon geklärt. Dankeschön. Danke. Danke. Ist okay. Armer. Ich habe morgen Abend übrigens eine Verabredung. Ich weiß, hab's gehört. Man hörte sogar die Grillen zirpen. Hab sie gleich aufgehoben. Ja, fein. Findet man sie aber besser. Wie sich das Training auswirkt und was noch so auf der Reise passiert, das sehen wir in der nächsten Folge.
Ich hoffe, ihr hattet mal so viel Spaß wie wir. Wenn ja, lasst gerne ein Like und Kommentar da. Und schaut auf Twitter und Facebook vorbei. Und Twitch nicht vergessen. Und Twitch, na okay. Ich hoffe, ich habe irgendwas vergessen. Und die anderen Projekte auf YouTube und es wird alles ganz toll und schön. Und ihr könnt uns auch, was ich jetzt schon mal ansage, weil, ne, könnt uns auch auf der RPC sehen. Hoffentlich kommt das Video bis dahin raus. Ansonsten toll. 2019 ist auch noch ein Jahr. Oder ihr also, habt sie auf der RPC gesehen. Ja, genau. Also, meine Lieben, ciao. Ciao. Tschüss.